Diözese. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem wir in der letzten Woche einen Antrag der AfD diskutiert haben, wo es um Religionspolizei, Abschaffung des Koran oder vielleicht sogar des Islam ging, das konnte man alles dem Antrag nicht so genau entnehmen, haben wir jetzt einen Antrag, über den man wenigstens in der Sache diskutieren kann. Er hat 43 Seiten, eine Vielzahl von Punkten ausformuliert. Also da hat die Antragstellung sich schon um Wesentliches verbessert. Ich glaube, er kommt auch aus einer ganz anderen Feder. Da scheint es ganz unterschiedliche Lager in Ihrer Fraktion zu geben. Hierüber kann man reden. In der Sache muss ich aber viele Punkte ansprechen, wo man wirklich Probleme kriegen muss. Artikel 16 ist schon angesprochen worden. Ich freue mich schon auf die Überschrift und auf die Diskussion in Ihren Reihen. AfD will Reichsbürger ausweisen. Denn Sie wollen ja die deutsche Staatsangehörigkeit nehmen. Bei denen wird sie ja sowieso nicht akzeptiert. Ich höre, bei Ihnen in den Reihen gibt es viele, die sympathisieren mit diesen Damen und Herren. Also dann geben Sie auch klares Signal, die wollen Sie demnächst abschieben, nachdem Sie ihnen die Staatsangehörigkeit ja flugs nehmen. Also von daher eine interessante Wende bei Ihnen. Dass Sie damit der Ausbürgerungspolitik der Nazizeit inhaltlich folgen, das können Sie ja dann noch erklären, warum Sie sowas machen. Ich glaube, wir brauchen so eine Regelung nicht. Das Gleiche gilt für die Regelung im Jugendstrafrecht. Wir haben Regeln, die werden aus meiner Sicht, und da haben wir als Union ja auch öfter schon Anträge gestellt, von der Rechtsprechung nicht hinreichend angewendet. Die Regel sollte sein, der 18- bis 21-Jährige wird nach dem Erwachsenenstrafrecht beurteilt, außer in den Fällen, wo er die Tragweite seiner Handlung nicht erkennen kann. Das wird in der Regel aber inzwischen von der Justiz, von den Gerichten angenommen. Da haben wir immer wieder als Union Handlungsbedarf angemahnt. Also unterstützen Sie uns, schaffen Sie aber die Regel nicht gänzlich ab, wie in Ihrem Antrag gefordert. Das ist das Kind mit dem Bade ausgießen. So geht es dann leider eben auch nicht. Paragraph 11 Staatsangehörigkeitsgesetzes angesprochen worden. Dass Sie jetzt mit der Gießkanne der Sippenhaft über das Thema gehen und sagen, jeder, der aus einer Familie stammt, der wird schon in den Blick der Regelung mit einbezogen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist doch keine differenzierte Rechts- und Justizpolitik. Auch da geht Ihr Antrag in vielen Punkten zu weit. Und als Hochschullehrer eine Bitte. Nehmen Sie den Vorlesungen nicht die Actio Libera in causa. Ein wunderbar in den Vorlesungen unter Juristen ausdiskutiertes Problem. Wie handle ich bei Teilschuldunfähigkeit 21, bei Schuldunfähigkeit 20 StGB? Was mache ich da? Da gibt es eine dezidierte Rechtsprechung. Ganze Bibliotheken an Literatur, das ist ausdiskutiert. Da müssen wir nichts ändern. Das ist Teil der Juristenausbildung. Nehmen Sie es nicht, indem Sie eine unklare Regelung treffen wollen. Zum Ende die StPO. Da die Bitte auch an die Bundesregierung, an die Justizministerin. Wir haben in der letzten Legislaturperiode eine große StPO-Reform versucht. Die ist in Einzelregelungen stecken geblieben, obwohl sich das Ministerium mit einer Kommission viel Mühe gemacht hat. Es ist dann nicht zum Ergebnis gekommen. Das ist nun mal so. Aber wir müssen doch jetzt in dieser Legislaturperiode die, man kann ja nicht sagen Leftovers, sondern den großen Bereich bitte noch einmal anpacken. Da wird auch die Justizministerin zeitnah dran gemessen werden. Hat sie denn die großen Themen angepackt? Da ist die StPO-Reform wirklich ein großes Thema. Schafft sie es oder schafft sie es nicht? Da müssen wir wirklich mit Nachdruck drangehen und eben nicht auf Anträge der AfD warten. Da ist die Ministerin in der Verantwortung und ich hoffe, sie wird der Verantwortung gerecht. Dankeschön. Jetzt hat das Wort Konstantin Kuhle, FDP.